Was haben wir jetzt eigentlich in den letzten Wochen alle miteinander gelernt? Was haben wir gelernt von dieser Corona-Krise und Lockdown und wir waren wochenlang zu Hause und da ganz Österreich ist stillgestanden und hin und her. Okay, wir haben einmal Punkt 1 gelernt. Das ist nicht so wichtig, wie wir geglaubt haben am Anfang. Das ist nämlich nur Klopapier. Und Klopapier braucht man gar nicht so viel. Das haben wir alle am Anfang anscheinend, mit allem meine ich uns österreichische Bürger, nicht geglaubt. Weil nämlich, um ein Klopapier verwenden zu können, muss man essen können. Ja? Und um essen zu können, brauche ich natürlich auch Zähne. Ja? Und das ist jetzt enorm vielen Leuten und vor allem den älteren Menschen wirklich aufgefallen, dass sie einfach große, große Probleme haben, weil sie auch so viel zu Hause waren und auf das viel mehr geachtet haben oder achten haben müssen, wie schlecht sie eigentlich essen können, wie weh das nicht tut, welche Druckstellen sie nicht haben mit ihrer Prothese, welche Unannehmlichkeiten und welche mangelnde Lebensqualität sie haben. Ja? Mir besonders tun ja die Leute leid, die wirklich in Ungarn oder Tschechien sich noch behandeln haben lassen im Jänner und im Februar und vielleicht auch noch Anfang März und seitdem dort nicht mehr einreisen können. Behandlungen, das sind ja viele, die praktisch unterbrochen wurden, abgebrochen wurden. Es ist weiterhin das nicht ganz klar, wann da wieder Einreise stattfinden wird und wie und welche Kollateralschäden auch auf dem Gebiet der Zahnmedizin dadurch jetzt entstanden sind, dass das Ganze 9 Wochen, 10 Wochen jetzt einfach stillsteht. Das heißt, die Leute tun mir wirklich auch leid, aber umgekehrt möchte ich auch an die anderen Leute appellieren, es ist gut in Österreich und das hat uns auch diese Krise gelehrt. Diese Krise hat uns gezeigt, dass wir ein hervorragendes Land sind. Ja klar gibt es da und dort Probleme und es gibt Probleme in der politischen Struktur jetzt. Es gibt Probleme in dem, wie wir die Krise jetzt, die Anschlusskrise sozusagen meistern können. Aber was Österreich bewiesen hat, ist, dass durch den Zusammenhalt und durch die Solidarität der Bevölkerung wir durch diese Krise hervorragend durchmarschiert sind wie kaum ein anderes Land in Europa. Das heißt, was aber auch mein Appell ist, das müssen wir auch als solches akzeptieren, dass Österreich hervorragend ist. Und wir müssen, und das sollen die Leute jetzt auch einmal sehen, das Geld muss jetzt bei uns im Land bleiben. Und ich möchte auch wirklich sagen, das sind auch die Gefahren dieses Zahntourismus. Und das ist ja noch nicht ausgestanden. Hier kommen ja noch viele Dinge jetzt auf die Leute zu, die jetzt in Ungarn in Behandlung waren und die unterbrochen worden sind. Und das ist auch für die Zukunft so zu rechnen. Das muss uns ja auch klar sein. Alle reden von einer eventuell zweiten Welle. Kommt die nicht? Wann kommt sie? Wie wird sie ausschauen? Ist es eine Welle oder ist es ein Wellchen? Wann wird das Wellchen vielleicht kommen? Aber was davon auszugehen ist, dass im Herbst natürlich das durchaus kommen kann. Und deswegen mein Appell auch an die Leute, wenn sie jetzt bemerkt haben, okay, mit dem Essen und mit meinen Zähnen funktioniert das nicht so gut, dann bitte lasst euch das jetzt, das ist ein wirklich guter Zeitpunkt, auch richten. Lasst euch das reparieren, schaut, dass ihr gute Lebensqualität damit habt. Bleibt in Österreich, macht eine österreichische Behandlung. Wir brauchen das österreichische Geld unbedingt in Österreich. Das ist ganz, ganz wichtig für die nächsten Jahre unseres Landes. Ja? Und es ist auch viel einfacher bei uns, weil jeder österreichische Arzt und Zahnarzt war auch in diesem Lockdown für seine Patienten wirklich da. Und das hat wirklich Charakter bewiesen. Ja? Das heißt, das will ich auch einmal, dass man wirklich das auch einmal lobt und sagt, dass all diese Behandler wirklich für ihre Patienten vor der Krise, während der Krise, aber auch nach der Krise da sein werden. Und das ist mein Appell. Okay? Und das Klopapier ist nicht wichtig, sondern das Essen ist wichtig. Wer Essen darüber hinausgeht, seinen Hunger zu stillen. Es hat eine enorme soziale Komponente und eine wichtige Komponente. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Schöne Restwoche noch.